Ja, meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich Ihnen aus Anlass des 3. Dezember, der der Welttag der Menschen mit Behinderung ist, und am heutigen Welt-AIDS-Tag kurz darlegen darf, warum wir die UNO-Behindertenrechtskonvention als Maßstab für die Umsetzung von Menschenrechtspolitik aus der Perspektive von behinderten Menschen umsetzen wollen. Nämlich, die sagt, es ist nicht schlimm, behindert zu sein, schlimm ist es, behindert zu werden. Und die Staaten, die sich dieser Konvention anschließen, verpflichten sich, den Menschen mit Behinderung volle und wirkungsvolle Teilhabe zu ermöglichen. Also nicht die behinderten Menschen müssen sich der Umwelt anpassen, sondern die Umwelt muss so gestaltet werden und die Verhältnisse müssen so gestaltet werden, dass sie sich trotz ihrer Einschränkungen, zum Beispiel wenn sie nicht hören können, gut entfalten können innerhalb der Gesellschaft, als Teil der Gesellschaft. Und da muss ich, glaube ich, nichts von dem wiederholen, was wir schon seit vielen Jahren sagen, nämlich es geht darum, sowohl personale Assistenz zu organisieren, und zwar so, dass sie nicht arm macht, als auch, was die kollektiven Barrieren angeht, zu beseitigen, nämlich bauliche Barrieren, kommunikative Barrieren, kognitive Barrieren zu beseitigen, auch die Barrieren in den Köpfen. Und um Ihnen zu sagen, was wir eigentlich meinen, erlaube ich mir mal einen Perspektivenwechsel. Alle oder sehr viele denken, Behindertenwerkstätten sind was ganz Tolles. Da werden Menschen mit Behinderung einbezogen in die allgemeine Teilhabe am öffentlichen Leben. Aber wenn das so wäre, müssten ja eigentlich alle Leute gerne in so eine Werkstatt gehen wollen oder in eine Sonderschule oder in ein Sonderwohnheim. Aber wissen Sie, wie absurd die rechtliche und auch die tatsächliche Situation in solchen Werkstätten ist? Das geht schon mal los bei der Zugangsberechtigung. Um in einer Werkstatt arbeiten zu dürfen, muss man erstmal von ärztlicher Seite aus voll erwerbsgemindert eingestuft werden. Das heißt, dass ein Arzt oder Ärzte feststellen, amtlich, dass man nicht mehr als 3 Stunden am Tag arbeiten kann. Also genau genommen 2 Stunden 59 Minuten. Wenn man diese Beschränkung hat, kann man in der Werkstatt 8 Stunden arbeiten. Also sehr merkwürdig. Wenn man dann in der Werkstatt ist, dann hat man keinen Arbeitsvertrag, sondern einen Werkstattvertrag. Man ist auch kein Arbeiter oder Arbeitnehmer, sondern ein arbeitnehmerähnliches Wesen. Wer möchte denn ein schülerähnliches Wesen in der Sonderschule sein oder ein menschenähnliches Wesen in einem Pflegeheim? Also ich glaube, ziemlich absurd. Dann kommt es dazu, was kann man denn in so einer Werkstatt verdienen? Der Stundenlohn ist unter einem Euro. Wenn man überhaupt von Lohn reden darf. Denn die Werkstattmitarbeiterinnen und Werkstattmitarbeiter sind immerhin 300.000 Leute in Deutschland, müssen sich ihren Lohn verdienen. 70% dessen, was die Werkstatt an Gewinn macht, wird als Entgelt ausgezahlt. 70% dessen, was die Werkstatt an Gewinn macht. Diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt, die die Anleitungsfunktion haben, also die Geschäftsführung, die Anleiter in den einzelnen Abteilungen, die bekommen ein richtiges Gehalt, die haben einen richtigen Arbeitsvertrag und die werden aus den Tagessätzen finanziert. Das heißt, unabhängig davon, wie hoch die Produktivität der Werkstatt ist, deren Gehalt ist sicher. Das hängt davon ab, wie viel behinderte Mitarbeiter sie haben, nicht was sie tun und wie gut sie das tun. Das sind hoch engagierte Leute, das will ich ausdrücklich sagen. Ändert nichts an der Tatsache, dass wir dort eine Zweiklassensituation haben, die indiskutabel ist. Und das Allermerkwürdigste ist, seit Sommer diesen Jahres werden diese Menschen, diese 300.000, von denen ich gerade sprach, die voll erwerbsunfähig sind, zu den Erwerbstätigen dazugezählt, wenn monatlich die Frau Ministerin die Statistik veröffentlicht, wie hoch die Arbeitslosenquote ist und wie hoch die Erwerbstätigenquote ist, also die 41 Millionen Menschen, die in Deutschland
beschäftigt sind. Diese 300.000 zählen da plötzlich mit dazu, erst seit Sommer diesen Jahres. Ich denke schon, das alles sollte uns zu denken geben. Im Übrigen, trotz dieser tollen Werkstätten, trotz dieser Aussonderungseinrichtungen, ist die Arbeitslosenquote von behinderten Menschen doppelt so hoch, seit Jahren doppelt so hoch, wie die von nicht behinderten Menschen. Ich denke also, wenn wir wirklich wollen, dass gleiche Chancen bestehen, gleiche Lebensverhältnisse bestehen, haben wir noch sehr viel zu tun. Und in diesem Sinne wollte ich Ihnen mal diesen Perspektivenwechsel sagen. Versuchen Sie sich in die Situation zu versetzen. Wollen Sie in so einer Werkstatt sein mit einem Lohn von durchschnittlich 130 bis 180 Euro? Letzter Satz, Entschuldigung, das muss ich noch sagen, wie absurd das ist. Dieses geringe Entgelt wird gezahlt mit der Begründung, die haben ja noch eine Grundsicherung oder eine Invalidenrente. Also wenn wir es eines Tages einführen, dass die Manager von großen Betrieben angeben müssen, wie viele Kapitaleinkünfte sie haben und entsprechend dem brauchen sie dann bloß noch 130 Euro Lohn zu kriegen, weil sie ja genug andere Einkünfte haben, dann haben wir gleiche Rechte für alle.